Okay, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3, Blood and Wine. Vielleicht der, also, naja, der letzten Folge. Es ist zumindest alles hier sehr finalig aufgebaut. Leider habe ich ja im letzten Part festgestellt, ich habe einen Hexerauftrag vergessen zu machen. Ups, das holen wir auf jeden Fall noch nach. Und, yo, wir sind jetzt im Kampf. Wir haben uns schon ausgerüstet mit Vampiröl. Ja, damit sollten wir jetzt den Kampf eigentlich ein bisschen besser schaffen. Schauen wir mal, wie es wird. Denn not good. Der Kampf war auf jeden Fall gut. Ey. Didn't plan any of it. Es ist jetzt ein Tag vergangen. Ich habe vergessen, wie man ihn nochmal bekämpft. Komm, ich will ihn nur einmal treffen, um zu sehen, wie viel Damage wir jetzt machen. Ich habe ihn schon einmal getroffen. Das ist für die Scheiße, wenn ich ihn, Oh Gott, das bringt ja gar nichts. Was ist das denn? Achso, warte mal. Oder habe ich etwa... das Silberschwert, was ich habe, ne? Ah, ich habe ja schon das Silberschwert damit aufgestückt. Also scheiße, Kollege, lass ihn mal bitte treffen. Warum ist er immer so wenig? Wäre schön, wenn das mehr Damage machen würde. Ich habe immerhin 25% mehr Damage. Da habe ich jetzt schon gedacht, dass man das auch ein bisschen mehr hat. Aber irgendwie nicht wirklich. Ja, leider ist der Kampf ganz schön hart. Hier wieder sein komischer Metal Mode. Metal Mode, genau. Lass dich doch treffen. Dankeschön. Genau das nämlich. Es ging gefühlt letztes Mal auch schneller. Und jetzt stärker bin. Das ist alles sehr merkwürdig. Ich habe echt Angst vor dem Kampf. Schlimme ist halt. Wenn er gleich seine. Genau, wenn er das nämlich macht, weil da weiß ich absolut nicht, wie man dem ausweichen soll. Das funktioniert. Angesehen kriege ich meine Augen nicht. Und jetzt zack, 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 zack. Oh Gott. Okay, das war gar nicht schlecht eigentlich. Kann ich nur ausweichen, bis er wieder seine scheiß Viecher holt. Okay, letztes Mal bin ich ja auch dabei, so genau so ausgewichen, aber da hat es irgendwie nicht funktioniert. Das ist sehr merkwürdig. Na komm, genau, mach den hier. Ah, scheiße. Zack, 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 zack. Einfach machen. Jetzt kann ich leider nicht mehr einfach machen. Hä, warum werde ich jetzt nicht mehr getroffen? Selbst bei der beiden Dodges. Da muss mir mal einer erklären. Ich kann mir vorstellen, dass da noch eine dritte Phase kommt. Also, wir sehen jetzt an, ne? Vielleicht hängt es damit zusammen. Nur da eigentlich das Symbol fehlt, aber er hat ja auch keine Lebensanzeige. Voilà. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ja, dritte Phase. Okay, die ist neu. Wurde gerade von einem Vampir gebissen. Aber ich glaube, irgendwann wurde mal erwähnt, dass es hier ja nicht so funktioniert mit, quasi... Gott, kurze Pause. Dass es hier nicht so funktioniert mit, von wegen, man wird gebissen und verwandelt sich dann in einen Vampir. Ich glaube nicht. Vampire werden nur, keine Ahnung, geboren. Warum? Warum ist das denn eigentlich hier? Nehme ich. Ist okay. Auch das angreifen. Gar kein Problem für mich. Oh Gott. Okay, das macht ihn tatsächlich Damage. Aua. Ja, das Problem ist, ich habe Angst, wenn ich jetzt sterbe, das wird bestimmt alles nochmal machen. Die zweite Phase war eigentlich gar nicht so schlimm. Aber trotzdem. Arbeit. Ich mag Arbeit nicht. Für mich Student.
Die sieht schon aus wie so ein Herz, ne? Ein bisschen eklig. Nein, wich. Wich. Wiche aus, du Wicht. Nein. Oh Mann. Okay. Ein Herz weg. Ich nenn's aber mal Herz. Passt schon. Alter Junge. Stellst mich schon vor. Aua, Probleme. Okay, zwei Herzen weg. Das dritte ist leider noch nicht mal angefangen. Bin ich. Großes Herz. Da. Ich gerne das andere. Ja, da. Okay. Stopp einfach mal rauf. Okay. Da oben ist ein viertes Runde. Okay. Was? Was visiert er da gerade an? Das ist ein bisschen buggy. Yeah! Oh. Okay. Dann war es das leider mit Detlef. Cool. Leave him to me. Be gone. I can't let him. I insist. Ah, das Greens sind toll. Und lang. Du bist ein Immersionskiller, habe ich schon. Oh. My, what a smashing ensemble. You wear it well. Shut up. I look like a twit. The caftan is sewn of the best fabrics available, and according to the best tailoring practices. But one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. Rather not bicker about taste. Don't like to. It's neither interesting nor productive. This particular Witcher has an inborn intolerance for formal occasions. Yet he's to attend just such an event shortly. I expect that's the source of his prickliness. So try not to take things personally, Master Taylor. Rather pity him. For in truth, stage fright overwhelms him. He trembles at the thought that he has no notion how to behave in the presence of Her Grace's Majesty. As well he should. All that being as it may,
Toussaint's highest honor, the Order of Vitis Vinifera, demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit of armor caked in mud. Palace protocol places enormous emphasis on form, virtuous tradition, etiquette. Huh. A tradition which values appearances ahead of all else, which calls for lordly, glistening triviality, and misplaced generosity. Hmm. Ceremonies, medals honoring virtues, just keeps coming up. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe the five virtues theory, after all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Siana planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a fifth victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Her plans don't matter now. Can't act on them. Ask the messenger who delivered my invitation to the ceremony. Siana's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. We could still chat with that boot-cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Detlaf. Perhaps we missed something. Hmm. Ich nehme mal das hier. Could be worth checking with the bootblack again. Meet you by a stand. Fine. I shall await you there. Shoot the breeze with the charming lad to pass the time. The bootblack? In the lower city? Intent to soil my masterpiece in the city's gutters? Promise to be careful. Weil Pomp und seltsame Umstände. Dann habe ich nämlich vielleicht die Möglichkeit, jetzt gerade mal eben ganz schnell den Hexauftrag zu erledigen. Ja, habe ich da gerade einen. Na herrlich, ich habe einen Bug. Es sieht jetzt permanent irgendwas an. Gut, das ist nicht so cool. Na gut, meinetwegen. Es ist ja eh bald durch, ne? Ist nicht so schlimm. Vielleicht geht das mal eben. Geh zum Tofu-Wein gut und sprich mit dem Auftraggeber. Nicht rumruckeln hier. War ein bisschen dämlich von mir, dass ich den echt übersehen habe. War so in den Nebenquests vertieft, dass ich den Hexauftrag, den ich jetzt längst im Inventar hatte, einfach nicht bedacht. Hier ist auch noch eine Nebenquest. Okay, dann ist es tatsächlich gar nicht so schlimm. Eine Nebenquest. Ja gut, das, ich habe ja auch eigentlich gesagt, ne, je nachdem, wie wir uns entscheiden, weil das ist nämlich das, was es ist, nämlich wegen Siana. Die kann nämlich sterben. Das habe ich halt schon so halbwegs mitgekriegt. Nämlich, ich wusste halt nicht genau wie und was, aber ich habe sie ja scheinbar gerettet. Wäre sie gestorben, dann wäre ich nämlich im Knast gelandet. Da hätte ich dann quasi diese Trophäe für bekommen. Oder das Errungenschaft. Und von da aus wäre eine Quest gestartet. Und denke mal, das hier ist quasi die Quest, die ich jetzt dafür bekomme, dass sie überlebt hat. Vielleicht. Leider nicht. Keine Ahnung. So. Dann machen wir das mal eben hier. Am Anfang der Folge ist ja spannender Scheiß passiert. Von daher kann man das schon, ne? Passt das schon irgendwie. Und die Nebenquest machen wir dann auch gleich mal eben. Mann, ey, war das dämlich, ey. Ich hoffe, das geht schnell, der Auftrag. Ich hoffe, ich bin da mal eben in ein paar Minuten durch. Ich muss nur mal schnell eben Monster schlachten und gut ist. Falsche Richtung. Lalala. Ich war jetzt dieses scheiß Symbol, ey. Mann. Ich hoffe, das ist weg, wenn ich das Spiel mal neu lade. Weil eigentlich wollte ich bei dem Spielstand ja schon noch ein bisschen weitermachen. Privat, dass ich vielleicht noch ein bisschen Gwyn spiele und so ein Kram. Gar kein Schwert. Ja, ich werde gleich nochmal die richtigen Sachen ausrüsten, auf jeden Fall. So. Yeah, what is it? Now, why does one summon a witcher, hm? To inquire about the gossip currently flowing about the court? I have a problem with a beast. Ah, you the one posted the notice? Go on then, spit it out. What's it about? First, my dear Witcher, we must establish ground rules. Given the vast difference in our respective social positions, I'm sorry to say I take umbrage at the familiar tone you take. I expect deference. I expect you to address me as Sir, or better yet, as Monsieur de Bobo.
Fine, Monsieur de Bourbeau. The emphasis falls on the last syllable. Bourbeau? Mm-hmm. See, now I'd rather emphasize something else. Tell me what this is about, Monsieur, or I'll change my mind and go. Nautlings and their manners. Very well. Let us get this over with. Something has infested my vineyard. Mm-hmm. Great. Let me go prepare my something oil, then. I beg your pardon? Need more information than that. Where was this something seen? Any witnesses? Bodies to examine? Therein lies the rub. None has seen the beast. We've only heard signs of its presence, a strange scratching and shrieks. Neither are there any corpses to inspect. Men simply disappear without a trace. Hmm. Noises you mentioned, where do they come from? Well, everywhere. But they're most clearly audible in the wine cellar. Means the monster must dwell underground. Hmm. When are the noises loudest? In the night, just as they were years ago, when the buildings quaked. Another expert agreed to look into the matter then, but was never thereafter seen nor heard of. Who's disappeared, if you don't mind my asking? Most recently some farmhand, I believe. Despite the vast difference in your social statuses, do you perchance remember the farmhand's name, Monsieur? No. You must speak to my wife. She has more collegial relations with this household help. She's away at the moment visiting her mother, but should return forthwith. Oh, that should suffice with the questions. Now tell me, will you take the contract? Yay or nay? Yay or nay? Yay. Fine, I'll do it. Need to look around here first. Then I'll want to talk to Madame de Bourbeau. Very well. I shall inform you once she has returned. Meanwhile, the key to the cellar. Just, whatever you do, please do not disturb the wine barrels. Je nach Einbruch der Dunkelheit in die Keller. Okay. Erst dann. Gott, wie weit diese gelben Dinger. Also, es ist schrecklich. Ja, ich mal Schlüssel benutzen. Ja, Geralt of Rivia, das bin ich. Das ist richtig. So, ja, hier. Zack, 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 zack. Mann, 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 ey. So, ich dachte schon Mitternacht. Egal. Geht schon. Alright, let's look around. Shattered dishes. Got knocked off the shelf somehow. Shaken off, maybe? What the? Okay. Ganz Übersicht. Ich glaube, ich darf ein paar Zettel klauen. Für meine Zettelsammlung. Und ein bisschen Geld. Nimm. Oh. Spam. Can finally see something. Ich höre doch schon die Viecher hier rumkeuchen und fleuchen. Interessant, dass meine Map oben eigentlich was ganz anderes war. Erstmal wieder. Ach so. Ach Gott. Ja, Moment. Muss auf jeden Fall gucken. Um Gottes Willen, was war das? Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich, Alter. Was ist denn hier los? Sehr schön. Ach so, weil er die da ablässt. Okay, ich verstehe. Ja, deswegen muss dauert jetzt ein bisschen. Ja. Möchte halt schon gewappnet sein und nicht einfach gewonnen werden gleich. Das wäre schon ganz nett auf jeden Fall. Was nicht gemacht? Da hatte ich eben gar keine Schuhe an. Die Aktion kannst du im Kampf nicht ausführen. Aha. Was ist denn jetzt mein stärkstes Schwert hier? Ich bin ein bisschen verwirrt. Tatsächlich ein bisschen. Okay, das auf jeden Fall. Und Irondite natürlich. Die Silberschwert habe ich denn schon. Okay, mein Vampir ist auch wieder weg.
Ich hatte das hier, ne? Ah. So. Jetzt kann ich arbeiten. Ups. Wollte mit A angreifen. Was war das? Wie, Kingdom Hearts oder was? Ach guck mal, jetzt kann ich... Jetzt habe ich wieder Gegner anvisiert. Vielleicht, warte mal. Vielleicht, wenn ich jetzt einmal anvisiere und dann wieder wegmache. Ah, das Symbol ist weg. Schön. Die geht nicht auf, wa? Sag mal. Jetzt auch Bock auf Knödel. Kartoffelknödel. Esse ich das sehr, sehr häufig. Alles vor ein paar Tagen wieder. Weil, ich glaube, wieder eine Woche her oder länger. Und da mache ich mir Raps. Das wird geil. Habe ich neulich schon mal gehabt, ne? In der Folge. Aber diesmal mache ich mir selber andere. Mit, einfach mit Salzersoße und ein paar Resten, die ich noch habe. Tofu oder anderem. Wo wir schon den Tofu-Auftrag machen. Ja. Hast du noch Cashew-Kerne, habe ich noch rumfliegen, die auch mal weg müssen. Hm, okay. Komm ich mal hoch. Ja, auch noch lang. Naja, ich schätze mal, dass ich auch das letzte Viech da noch platt machen muss. Ist da irgendwo rumchillt, aber ich weiß nicht wo. Hier kann ich ja runter. Wer hab ich dann? Hey. Hi. Sweetie. Ui. Oh, ein paar mehr. Das kann ich nicht tun. So. Kann keinen schweren Angriff machen, weil ich eine Fackel in der Hand habe. Mann. Machen wir das jetzt. Manuell. Manuell. So. Weißt du schon eigentlich, was den Krach gemacht hat? Warum finde ich diese Art von Quest nicht? Irgendwas war da noch, ne? Irgendwas. Oder sind einfach noch mehr. Never ending story. The last story. Oh. Oh, meine Leiche hier drin. Should be able to break through. Oh, ja. Damn it, it's getting away. Okay. Du! Ist der. Das ist die Wurzel eigentlich. Richtig? So, da muss ich mal weg. Mein Gott! More interesting by the minute. Cracked Kikimore eggs. Something's been feeding on them. Cracked Kikimore eggs. Something's been feeding on them. Ja. Muss es nicht gleich zweimal sagen. Ja, ist ein Grund, dass es hier rot leuchtet. No Kikimore dug this. Tunnels are the work of something much bigger. Something with heavy, wide claws. Oh, na ja. Okay. Kikimore eggs. Should destroy them before the young hatch. Start prowling the vineyard. Noch mehr hier? Ich weiß halt auch nicht, woran ich tatsächlich die... noch heilen erkenne. Warte mal. Oder die hier quasi, aber ne, die sind ja eigentlich, die sind ja schon platt, ne? Tja, ich sehe jetzt erstmal nicht mehr, vor allem, weil ich auch gar nicht, so, doch, hier kann ich lang. Da kommen gleich einfach noch welche. Water coursing, underground stream. Monster I'm looking for lives underground, digs tunnels, feeds on Kikimores, and is big. Very big.
Won't learn anything else here. Time to go back to the surface. Ups. Warum bist du zu lang gedrückt? Zack. So, weg mit euch. Wandert alle. Ja. Sehr schön. Jetzt ist das noch erledigt. Ich werde jetzt den Rückweg finden, ne? Puh. Viel Glück. Ja, hieran scheitert schon mal. Ich bin ja irgendwo mal runtergejumpt, ne? Boah. Kacke. War das hier irgendwie? Ah. Ey. Boah, Leute, ey. Boah, ne? Wo ist der Ausgang? Hilfe. Ah. Ach so. Ah, so war das mal. Es ist alles verwirrend. Aber das letzte Mal, der letzte, hier bin ich runtergefallen. Der letzte Hexerauftrag, meine Güte. Oh. Sacre bleu! What is the meaning of this? I'm paying you to slay a monster, not demolish my property. Property's falling apart on its own, what with all the tunnels under it. I'd fill those in soon if you don't want your building to collapse. Tunnels? Fiddle, my farm, how did tunnels appear down there? Something dug them, a large creature. Also killed a few Kikimors down there and destroyed their eggs. Consider it a half favor, won't cost you much. Kikimor eggs? Yes, of course, good work. Indeed, a reward is due. Madame de Bourbeau, I presume? Here you know something about the missing farmhand. Jean-Luc? Yes. We went to examine this year's seedlings. Something had been nibbling at them. Then we heard these odd noises. Jean-Luc went to reconnoiter and never returned. Rekognoszieren. Habe ich nie gehört. Recognize. Das kenne ich. Hm. Where did you last see Jean-Luc, madame? Exactly. In the fields, north of here, by the wood. New seedlings there? I was under the distinct impression we had planted them all on the south slope. Almost all, my dear. I requested that some be planted to the north, by the grove. Just the remainders. Madame, could you describe Jean-Luc? Tall, exceedingly well built, hair black as pitch. Dear, concentrate. There is not a peasant that is not well built. They work in the fields all day. He means scars, birthmarks, that sort of thing. Then none, I suppose. But he did wear a pendant around his neck. A silver one. Silver jewelry on a farmhand? It was a gift, I believe. Or that is what he claimed. Hmm. Should be enough to go on. Then what are you fritting round here for? Get to work! Jetzt auch einfach mal die Schnauze halten, Kollege. Gerne, wenn du das gesehen wurde. Okay. Ja, es ist doch nochmal ein ganz schön langer Hexeauftrag, aber... Aber macht ja nichts, ne? Ist ja auch der letzte. Wie gesagt, das machen wir auf jeden Fall noch fertig. Dann werde ich gleich nochmal auf jeden Fall die Sidequests schon mal wahrscheinlich anfangen. Mal gucken, was da ist. Dann bald zu Anna Henrietta geht, oder Anna Rieta, wie sie hier gerne genannt wurde. Bread's really stale. Been here a while. Mhm. Blanket was laid out here. Footprints. Two sets. Two sets. Ja, Mensch. gehen wir erstmal den Pfad entlang. Man's wahrscheinlich. Lead here. Okay. Ne, ich wollte mal gucken, ob vielleicht noch was sagt von wegen. Noch eine Spur, die ich hier folge. Was ist hier los? Blood. Human. Erstmal doppelt. Hm. Nun. Irgendwas anderes? Piece of carapace, horned gray shell. Mhm.
marks. Straight, dull, perfect for digging. Nun, da habe ich so eine Vermutung. Felled trees, as if something rolled over them. So is Shalemar. Only they dig tunnels and move like that. Okay. Wissen wir schon mal, was das ist? Wenn wir untersuchen, bitte. Large, deep tracks. Ach, hinne, Geralt. Wenn du so wenig zu sagen hast, dann steh auch bitte direkt wieder auf. Das letzte Mal so eine blöde Spurverfolgungsscheiß machen. Obwohl, wir wissen noch nicht genau, was die Sidequest gleich für uns hat. Trail leads to that cave. Wieso führst du mich jetzt dahin? Ach so. Gar nicht. Okay, okay, alles gut. Dann ist aber Rotes. Ich dachte gerade, der will wieder rausführen. Gleich untersuchen, die haben immer Geld dabei. Oh, auch nicht. War das Jean-Luc? Bleib fern, Jean-Luc, bei der anderen Spur gewesen. Marks. Straight. Dull. Perfect for digging. Mutter ist dull. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich hin möchte. Also eigentlich möchte ich hier wieder raus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber, natürlich keine Option für einen Hexer wie mich. Hexer wie wir. Ja, einfach mal irgendwo lang, ne? Ich habe Detlef besiegt, ja. Also ich werde auch das Scheiß, wie ich jetzt besiegen. Wo bist du? Gotta be. Drags its victims here. Pretty fresh, some of them. Gonna have to brew some bait. Need the blood of a recent victim and some of the mushrooms that grow here. Oh Gott, bitte, bitte. Nimm mir das Blut von Leichnam in der Höhle. Okay, ich hoffe. Highly decayed, partly eaten. Been lying here a while. Sieht aus wie. Fresh corpse. Must be Jean-Luc. Crushed ribs, cracked skull. Shalemar did this. No two ways about it. Das Silberdings. Ja. Silver pendant. A lock of hair inside. Same color as Madame de Bourbeau's. Aha! Aha. Decken wir noch Intrigen auf, Mensch. So, was ist bereite den Blumenköder vor? Okay. Nicht so wie letztes Mal, dass ich das Ding jetzt nicht herstellen kann. Das wäre ganz schön billig. Doch. Glück gehabt. Die Wandpilze, ja. Ja, easy. So. Spill it within the lair, somewhere near an air current, so the scent spreads throughout the cave. Was auch immer, Geralt. Du, was du für richtig hältst. Gorgenzieher. Wo möchtest du das jetzt haben, Geralt? Ich. Ne? Hier oben? Scent won't spread from here. Ja. Stench. Okay. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber macht ja nichts. Darf man nur hier durchgehen, scheinbar. Oder auch nicht. Hey, was verlangst du von mir, Spiel? Ah, der Oberfläche. Ich sehe halt auch einfach wieder nichts, ne? Ach so, ich muss einmal drücken. Okay. Ich habe eben gar nicht die Taste gedrückt. Da hat das automatisch gemacht. RB für alle, die es interessiert. Wäre quasi auch ausgerüstet, ne? Da kann man jetzt gar nicht. Ups. Den. Ja doch, da. Tu mal Köder. Okay.
Oh Gott. Come on, show me your claws. Okay. Habe ich gar nicht mal so viel Bock drauf auf den Kampf. Die Art von Viechern sind immer ein bisschen nervig. Boah, dann mache ich einfach keinen Damage scheinbar gerade. Habe ich da wirklich gerade erst so einen Pixel abgezogen? Ist das richtig? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Gut, werden wir allein die Folge hiermit filmen. Ich will mich nicht treffen lassen, damit ich den Zehner voll kriege. Iron Died. Zeig mir deine Kraft. Das ist ein Witz, ey. Es ist doch. Ich mache ja gar kein Damage. Was ist das denn? Was passiert hier? Warte mal, ich versuch mal was. Junge, hör auf. Genau. Jetzt nicht direkt so, aber... Not bad. Not bad. Das hatten wir doch nicht schon mal. Aber ich wollte eigentlich abnutzen, wenn er so geil ausholt. Dass er nach hinten kippt oder so. Ist auch dunkel hier, ne? Ein bisschen verwirrt zu sein, Kollege. Oh, weil ja, der Kampf dauert. Damn. Schön das längste für den Schluss aufgehoben. Die 10 voll, ne? Bleib mal nach treffen. Richtig? Wie funktioniert das? Oh, ist einfach generell super stark. Er sieht schon cool aus, wie das so mit dem Biss. Aua. Ich kann jetzt auch wieder weg. Fall mal wieder so geil auf den Boden. Du musst irgendwie eine Wand reinrollen, ne? Faule Sau. Aber mit Art geht er dann ja auch ganz gut. Ja, ich hänge irgendwo fest. Alter, ey, was ist denn hier los? Fette Scheißviech. Oh, äuerlich. Wenig Damage ich einfach mache. Oh. Vielleicht muss ich ihn dann irgendwie... Muss ich denn irgendwie eine Serie treffen oder so? Weiß ich nicht. Was macht der überhaupt für komische Bewegungen gerade? Komm mal klar. Voll, heftig weg. Show me what you got. Vielleicht soll er einfach lustige Angriffe lieber machen wieder. Das ist, glaube ich, mehr von Erfolg gekrönt. Wird getroffen, aber trotzdem noch die Zehen voll. Ganz nett eigentlich. Macht er einfach mal kürzige Hits, ne? Das ist ja der Witz.
Ich will ja nur, dass da nochmal so ein starker Angriff kommt, aber vielleicht auch mal. Mann ey, wir haben es doch gleich. Er macht ja echt nicht viel Damage, aber er hält halt unfassbar viel aus. Ah, danke. Amy. Das nehme ich mit. Cool. Ah, oh Gott. Viel zu lange gedauert, ey. Na gut, haben wir die Folge nochmal gut gefüllt, auf jeden Fall. Ich gebe den Auftrag noch eben ab. Na, ich will mal gucken hier, was ist denn das? Baby. Er ist sogar stärker als Arendite. Aber ich behalte Arendite, ne? Er ist so das Prinzip. Weil es ist Arendite. Arendigde. Wie auch immer man es in Main nennen möchte. Wie es einem beliebt. Ach, Gottchen, Gottchen, ja. Langer Auftrag nochmal. Das heißt, die nächste Folge wird dann erstmal die Nebenquest erledigt. Wäre ich ganz cool, wenn ich das heute noch geschafft hätte. Hätte man nächstes Mal schön einfach da zu dieser Zeremonie oder auch mal gehen können. Dann wahrscheinlich das DLC beendet. Und das Spiel damit. Ich weiß es nicht so genau. Aber egal, wenn die letzte Folge 2 Stunden geht, dann ist es halt so. Dann ist mir das dann ja auch egal. Hauptsache. Hauptsache, ich spiel's heute durch. Wäre ganz cool. Also wäre auch schade, aber wäre auch cool. Monsieur de Bourbeau, can we talk? You'd best be bearing good news. Get on with it. This Jean-Luc, he did have a silver pendant. Kept a lock of Madame de Bourbeau's hair in it, matter of fact. Normalerweise geht's mir ja nicht an, aber gerade habe ich mal Bock drauf. How could she? To be unfaithful to me? A lord and heir with a plow-spawned peasant? Oh, she shall pay for this. Don't doubt that. But mind paying me first? For services beyond the scope of the contract? There. It'll come out of her dowry. Got rid of the beast that was giving you trouble. It was a Shalmar. Shalmar? Whatever could that be? Kinda like a cross between a mole and a caterpillar. Just big as a barn. Oh. Uh-huh. Well, Master Witcher. You make a poor first impression, but ultimately proved your worth. There. Your reward. Bitte, wie ich aber komplett ausgenommen hab. Now, forgive me. I must speak to my wife. Schön. So. Auch erledigt. Meine Güte. Hab ich das echt übersehen? Bitter, bitter. Nun ja. Ist jetzt unbedingt ein Schnellreisepunkt in der Nähe. Ja, super, ja. Dann würde ich mich trotzdem schon mal eben wieder in die Stadt gehen. Von da aus dann in der nächsten Folge wieder starten können. Vielleicht mich schon mal, komm, ich ziehe mich schon mal wieder um, bevor ich später vergesse. Schwupp. Ja. Nee. Schwupp. Und schwupp. Handschuhe brauche ich nicht, ne? Die Handschuhe waren quasi das, was eben ohne daran kam. Ja, theoretisch müssen wir das auch ablegen. Ich mach's einfach schon mal, weil so wäre ich auch zu dem Quest gegangen. Wahrscheinlich ist neben Quest gar nicht mit dem Kampf verbunden, sondern einfach nur irgendwas schnell erledigen. Ja, aber wie gesagt, machen wir nächstes Mal, ne? Ich porte mich schon mal eben wieder hin. Ganz in die Nähe. Der Quest. Aber erstmal zum Schuhputzer. Müssen wir auch noch machen, ne?
Ah, gibt einiges zu erledigen. Aber gut, dann sage ich an dieser Stelle schon mal danke fürs Zusehen, ich hoffe es gefallen. Und das nächste Mal erledigen wir die eine Sidequest hier und dann, ja, schauen wir mal, was noch passieren wird und ob wir tatsächlich das Spiel das nächste Mal vielleicht beenden. Denn es fühlt sich alles sehr so an. Aber vielleicht kommt auch noch ein bisschen was, ich weiß es nicht. Also, ne, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!